Und zwar stelle ich mir die Frage, warum ist eigentlich der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, noch im Amt? Schauen wir uns einfach mal die vergangenen mittlerweile 2 Monate an. Anfang Dezember, da sagte Lothar Wieler voraus, in den nächsten Wochen werden die Belegungen auf den Intensivstationen mit Corona-Patienten immer weiter ansteigen. Deshalb müssen wir diesen knallharten Kurs verteidigen. Nur wenige Tage später erreichte die Intensivbelegung ihren Höhepunkt. Seitdem fallen die Zahlen konstant. Er hat also die Trendumkehr der Delta-Welle komplett verpasst. Wenige Tage später, da hatte der Expertenrat gerade seine Stellungnahme abgegeben, auch mitgezeichnet von Lothar Wieler, und empfahl den Politikern, keine neuen Maßnahmen zu verhängen. Herrn Wieler reichte das nicht. Am Tag der Ministerpräsidentenkonferenz veröffentlichte er sein eigenes Papier und forderte den ultimativen Lockdown. Damit überraschte er sogar Karl Lauterbach und Bundeskanzler Olaf Scholz. Und jetzt der nächste große Patzer, den haben wir vor 2 Wochen gesehen. Die eigenmächtige Übernachtverkürzung des Genesenenstatus, wissenschaftlich nicht ansatzweise belegt, von 6 Monaten auf 3 Monate. Dazu hat sich Lothar Wieler 2 Wochen lang nicht einmal erklärt, während hunderttausende Bürger sich fragen mussten, ob sie eigentlich noch ins Restaurant dürfen, ob sie ohne Test Bus und Bahn fahren können. Ich würde sagen, es ist irgendwann die Grenze erreicht. Karl Lauterbach, Gesundheitsminister, ist ja frisch im Amt. Er muss auch nicht jede Altlast mitschleppen. Deswegen würde ich sagen, danke Lothar Wieler, danke für Ihre harte Arbeit in dieser Pandemie. Sie haben sich wirklich aufgeopfert für dieses Land, für die Pandemiebekämpfung. Auch wenn man ihm nicht allem zustimmen muss, hat er das zweifellos getan. Aber irgendwann ist auch mal gut. Frau Navidi, wie würden Sie das einschätzen mit Herrn Wieler? Naja, das ist natürlich immer sehr leicht, die Menschen zu kritisieren, die da die Entscheidungen fällen müssen. Wir müssen sehen, Omikron ist ja plötzlich aus dem Nichts gekommen Anfang Dezember und hat das ganze Geschehen wieder dynamisch beflügelt und wieder eine ganz andere Richtung gebracht, die wir vorher noch gar nicht auf dem Radar hatten. Von daher sind sicherlich Fehler gemacht worden, die sind auch ärgerlich, da leiden wir zum Teil ja auch, sind wir persönlich betroffen. Aber es ist ja auch das Phänomen, wenn starke Warnungen ausgesprochen werden und alle ihr Verhalten anpassen, dann tritt eben dieses schlimmste Szenario nicht ein. Das heißt, es ist eine No-Win-Situation für die Wissenschaftler. Und eben auch in Amerika sehen wir das Gleiche. Und ich glaube, es ist, sagen wir, ratsamer, vorsichtiger zu sein etwas, als zu leichtfertig damit umzugehen, weil ich bin ja für die Wirtschaft zuständig, die schlimmste Variante, was uns passieren könnte, was nicht ausgeschlossen ist, okay, bestenfalls bekommen wir eine Endemie, das wäre fantastisch, alles flacht langsam ab, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass wir eine Variante bekommen, die so ansteckend ist wie Omikron, aber so tödlich zum Beispiel wie SARS, also jedenfalls wesentlich tödlicher. Was machen wir dann? Also ich glaube, dieser vorsichtige Kurs ist schon ganz gut. Ich meine, der Vorwurf von Ihnen galt jetzt ja auch, da hat uns ja alle überrascht, diese handstreichartige Verkürzung des Genesenenstatus von 6 auf 3 Monate. Das finde ich auch völlig daneben. Es greift ja in Grundrechte ein. Man hat vielleicht von heute auf morgen keine Bewegungs- und keine Berufsfreiheit mehr. Formal allerdings muss man natürlich sagen, war das korrekt. Bundestag und Bundesrat haben gewissermaßen dem RKI carte blanche gegeben. Jetzt gab es eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste, die das kritisiert haben. Aber hatten wir exklusiv veröffentlicht. Genau, wie schön, dass Sie sagen. Genau. Wie heißt die Zeitung nochmal? Bild. Bild mit den 4 Buchstaben. Genau, ich dachte mit den 3. Nee, 4. Okay, auf jeden Fall. Bundestag und Bundesrat haben das Heft des Handelns, demokratisch legitim, formal korrekt, aus der Hand gegeben, haben gewissermaßen gesagt, es gilt das, was in der Excel-Tabelle beim RKI steht. Wenn ihr das wissen wollt, schaut doch bitte danach. Jetzt rudern einige zurück, die FDP sagt, ja, müsst der Bundestag wieder behandeln. Da kann ich nur sagen, wie kann so etwas geschehen? Wie kann ich so eine wichtige Entscheidung, an der Eingriffe in die Grundrechte hängen, an eine dynamische Excel-Tabelle des RKI ausdelegieren? Das verstehe ich nicht. Absolut. Ehrlich gesagt, ich glaube, die waren einfach, die haben nicht gewusst, was da kommen kann. Es ist natürlich rückblickend wirklich fatal. Ich war total perplex, als ich gesehen habe, welche Vollmachten Herr Wieler plötzlich hat. Aber Karl Lauterbach hat dem Ministerpräsidenten nun mal versprochen, an dem Tag, an dem das ja durchgesetzt wurde, ihr werdet alle rechtzeitig informiert, ihr werdet benachrichtigt, ihr könnt Einwände äußern, wir diskutieren das mit euch, da wird nichts einfach so über Nacht passieren. Da kannte er offenbar seinen RKI-Chef zu schlecht. Der hatte offenbar alles schon vorbereitet. Per Mausklick wurde der Genesenenstatus und damit die Grundrechte von hunderttausenden Menschen zurückgesetzt. Herr Bierdorf, warum sitzt er nicht hier, der Wieler? Auf meinem Platz zum Beispiel. Und Sie stellen ihm die Fragen. Es würde mich interessieren, wie er reagiert. Es ist also wahnsinnig schwer von außen zu beurteilen, was ist jetzt da erklärbar, was nicht.
Ich wünschte, er würde hier sitzen. Wir haben regelmäßig Interviewanfragen an Herrn Wieler geschickt. Bislang nie mit positiver Rückmeldung. Ich meine, die Frage, die Sie gestellt haben, ist ja, warum ist er noch im Amt? Lauterbach ist natürlich der Vorgesetzte, der ist ein Behördenleiter, mehr nicht, ein Tierarzt auch, Herr Wieler. Meine böse Vermutung ist ja, es ist gewissermaßen die Vorratshaltung eines Sündenbocks. Also wer weiß, was da noch kommen mag. Und dann kann man jemanden jetzt schon mal ein bisschen an die Kandare nehmen und sagen, hör mal, Freundchen, das war dein letzter Fehlschuss. Jetzt ist hier ganz, ganz enge Führung sozusagen. Und wenn noch mal etwas passiert, dann kann ich sagen, ja, ich habe ihm noch eine Chance gegeben und kann dann gewissermaßen die Sündenbockfunktion bei Herrn Wieler zu einem womöglich noch dramatischeren Zeitpunkt abladen. Absolut. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Karl Lauterbach ihn nicht gehen lässt. Außer beim genesenen Status, da hat es mich gewundert, dass er sich so vor ihn gestellt hat. Also er hat sich wirklich mit der Entscheidung gemein gemacht und hat gesagt, das ist wissenschaftlich hervorragend begründet. Kommunikativ war das vielleicht alles nicht so optimal. Und dann kam ein Wissenschaftler nach dem anderen. Ich persönlich kann das ja gar nicht beurteilen. Aber wenn Carsten Watzel, wenn Hendrik Streeck kommen, wenn sogar Sandra Cizek kommt, die eigentlich nicht bekannt ist dafür, dass sie äußerst regierungskritisch ist, sondern sie ist eine Regierungsberater noch immer gewesen, und sagen, das ist falsch. Genesene sind genauso gut geschützt. Dann stimmt ja nicht mal die wissenschaftliche Basis der Arbeit des Robert-Koch-Instituts. Und dann weiß ich überhaupt nicht, worüber wir sprechen. Das ist natürlich generell die Gefahr beim Robert-Koch-Institut, dass man sich in einen Automatismus der permanenten Legitimation hineinbegeben hat. Also man hat es gewissermaßen gesagt, das, was Regierungspolitik ist, beruht auf wissenschaftlicher Expertise und die wird gewissermaßen ausgegeben oder zertifiziert vom Robert-Koch-Institut. Das sind unsere Leute. Das sind unsere Leute. Man wird also jetzt auch einen rückwirkenden Strich durch die bisherige Pandemiepolitik ziehen, wenn man sagen würde, ja, auf einmal ist das nicht mehr so ganz wissenschaftlich hochexzellent, was das RKI anbietet. Was ich ganz spannend finde, um nochmal den Punkt von Frau wie die einmal aufzufangen und weiter zu spinnen auch. Sie haben ja gesagt, Vorsicht ist dann besser. Ich muss ehrlich sagen, ich bin es leid, dass die Vorsicht walten gelassen wird. Wenn ich die Zahlen sehe, der Selbstmordraten bei Kindern, die gestiegen ist, wenn ich die Zahlen sehe, und das muss man einfach wirklich sagen, wir haben einen sehr hohen Preis gezahlt in der Pandemie und den zahlen wir immer, immer, immer weiter. Und ich muss wirklich sagen, wenn wir weiterhin immer wieder die Vorsicht first machen, ich kann beispielsweise meinen Job ausüben, ich bin nicht so stark davon betroffen, aber wenn man beispielsweise auch in Restaurants geht, die haben auch stark gelitten. Also wenn man in die Innenstädte geht, da sind auch viele Läden, die dicht machen. Sie haben ja eben gesagt, sie sind ja auch da für die Wirtschaft und sprechen über die Wirtschaft. Ich glaube, dass vor allem auch die Vorsicht. Nehmen wir jetzt mal die 2G-Plus-Regel. Nur als eine Regel, wo ja Vorsicht besser als Nachsicht ist. Anders könnte man sie ja nicht erklären. Die Außengastronomie beispielsweise, ich kann nur von meiner Heimatstadt sprechen, da wurde jetzt auch Außengastronomie aufgebaut und Heizstrahler, um es auch mal ein bisschen abzufedern, den Umsatzverlust der letzten Monate und ja auch bald Jahre. Da darf nicht mal in der Außengastronomie draußen jemand sitzen, der nur 2 Impfungen hat und nicht seinen Schnelltest an dem Tag mit hat. Und ich finde halt mittlerweile, dass man wirklich mal sagen muss, dass es doch reicht. Man kann, oder verstehen Sie alle Regelungen als Bürgerin? Also mir geht es wirklich langsam so, ich habe einfach keine Lust mehr, weil ich vieles nicht mehr verstehe und ich auch vieles als Drangsalierung auffasse mittlerweile. Ja, das mag ja so sein, aber wenn Sie sagen, ich bin es leid, das ist eigentlich relativ irrelevant, weil es dem Virus egal ist. Das Virus ist Sie noch nicht leid und es besteht eben große Gefahr. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann werden die Menschen sich zurückziehen. Also sagen wir mal, die Ansteckungsraten nehmen zu, der Staat veranlasst keine Maßnahmen. Dann werden die Leute trotzdem zu Hause bleiben. Sie werden nicht so viel konsumieren, sie werden eh nicht in Restaurants gehen. Von daher macht es Sinn, kollektiv zu versuchen, diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Das heißt, Sie haben also als im Gegensatz zu mir immer noch die Meinung in Deutschland, dass jede einzelne Maßnahme zur Pandemiebewältigung hilft? Nein, ich sagte, es ist ein dynamisches Geschehen und wir müssen unser Verhalten anpassen. Es werden stets Fehler geschehen, wie eben der Zettel von dem Lehrer, da müssen wir darüber reden. Und ich bin mir sicher, dass das gerne zurückgenommen wird und in Zukunft dann eben nicht mehr so gemacht wird. Aber niemand, das ist ja für uns alle neu. Und ja, also ich glaube, es ist besser, vorsichtig zu sein für die Wirtschaft. Sehen Sie das auch so, Herr Remy, nach fast 2 Jahren Pandemie? Also ich bin ein bisschen ein Laie in der ganzen Sache, nicht wie Herr Piatow ein Experte. Und was ich weiß ist, ich habe mich impfen lassen aus Selbstschutz. Mhm. Das ist mal der erste Gedanke gewesen. Und zwar inklusive Boostern. Ich bin einer Freundin sehr dankbar, die das für mich ein bisschen angestoßen hat. Mhm. Und war froh, dass ich erst mal raus bin aus der Kiste. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Impfung jetzt einfach verhindert, dass andere angesteckt werden. Sondern so wie es im Augenblick aussieht, kann ich mich auch anstecken. Und mein Gefühl, wenn Sie mir ein bisschen Kritik erlauben, ist, kommunikativ war das Ganze nicht erst seit 2 Monaten
ein extremes Desaster. Aber auch Politiker sind Menschen. Es ist eine Pandemie wahrscheinlich so wenig vorhersehbar. Selbst wenn es Planungsunterlagen gab, 10 Jahre vorher schon, wie man das hätte machen müssen, dass die Leute zum Teil wirklich überfordert waren. Aber ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich hätte mir gewünscht, dass viele Maßnahmen anders kommuniziert werden, offener, die Unsicherheiten auch ehrlicher auf den Tisch gelegt werden. Ich will nicht wissen bei der ersten Impfung, du bist damit raus aus dem Spiel und immer fit. Und dann heißt es plötzlich, ja, jetzt brauchen wir noch eine zweite. Und dann heißt es, brauchen wir noch eine dritte. Und jetzt ist schon klar, ich brauche noch eine vierte. Und eine fünfte brauche ich auch. Ich mache das auch. Ich will mich selber schützen. Das ist meine persönliche Entscheidung, aber ich mache niemand anderem, wirklich niemand anderem einen Vorwurf. Die Leute sind frei, sich zu entscheiden, wie sie mögen. So war das immer im Land. Und wenn, dann hätte man eine Impfpflicht sehr früh machen müssen. Das wäre auch noch etwas, kann man drüber reden. Aber es ist so, wie es gelaufen ist, ist es, glaube ich, kein Meisterstück gewesen. Aber es war auch eine große Herausforderung. So ist, das ist so der Laie von der Straße, der hier mit Ihnen spricht.